Hallo und herzlich willkommen zu Koch mal schnell. Heute möchte ich euch eine meiner Lieblingssuppen aus Asien, aus Thailand vorstellen. Und zwar die berühmte Tom Kha Gai, die thailändische Kokosnusssuppe mit Hühnchen. Schaut es euch an, ich hoffe es gefällt euch. Klar, Kokosnusssuppe, wir brauchen Kokosnussmilch hier. Ein Liter ungefähr. Dann habe ich dabei Hühnerbrühe. Ich finde, Hühnerbrühe passt immer besser als Gemüsebrühe. Die verstärkt den Hühnchengeschmack noch so ein bisschen, aber ihr könnt auch Gemüsebrühe nehmen. Dann brauchen wir als Gewürz hier ein paar Chiliflocken. Das Ganze wird schon ein bisschen spicy. Also wer das nicht mag, nimmt weniger hier von den Chiliflocken, weniger von den Chilis gleich. Und die anderen Sachen hier sind essentiell, die sind wichtig. Das sind wirklich die wichtigen Zutaten für die Tom Kha Gai. Und da ist es leider heute so, ausnahmsweise mal werdet ihr drei von den Sachen vermutlich nicht in eurem normalen Supermarkt kriegen. Sonst koche ich ja bekanntlich immer so, dass ihr alles einkaufen könnt, sogar beim Discounter. Aber das klappt jetzt mit der Suppe leider nicht. Fangen wir mal mit den Sachen an, die ihr wahrscheinlich noch kriegt. Das hier ist Zitronengras. Ne, Zitronengras, das gibt es heute bei uns jedenfalls hier schon im großen Supermarkt. Zitronengras sollte man nicht essen, sondern es ist ein reines Gewürz. Ich zeige gleich, wie ich das mache. Dann haben wir hier Chilis, thailändische, die sind auch scharf, die werde ich auch tatsächlich nicht entkernen. Ich schneide die gleich, nur werdet ihr sehen, und dann kommen die auch so in die Brühe. Dann haben wir stinknormale Knoblauchzehen, ich habe hier drei Stück genommen für diese Menge, das sollte auch reichen. Und dann kommen wir zu den drei Zutaten, die ihr vermutlich in eurem Supermarkt wohl nicht kriegen werdet. Ich fange mal an mit dem Teil, was hier liegt. Tatsächlich ist das kein Ingwer, das ist Galgant. Und Galgant ist wirklich wichtig. Also falls ihr euch entscheiden solltet und sagt, das besorge ich nicht, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, lasst es sein. Und dann kocht eine Erbsensuppe oder irgendwas anderes. Das ist wirklich ein wesentlicher Geschmacksbestandteil, Galgant. Das war das erste Bestandteil, was ihr vermutlich nicht im Supermarkt kriegt. Das zweite Bestandteil hier sind die sogenannten Kaffir-Limettenblätter. Wenn ihr die in den Hand nimmt und ein bisschen reibt und mal ein bisschen aufbrecht, dann riechen diese Kaffee-Limettenblätter wunderbar nach Zitrone. Das zweite Bestandteil also, was schwierig zu bekommen ist, und das dritte, da geht es sogar noch, das ist Koriander. Und Koriander gibt es eigentlich inzwischen in den großen deutschen Supermärkten, zumindest abgepackt. Also frisch auch nicht. Wenn ihr es frisch haben wollt, dann müsst ihr es im Asiamarkt besorgen. Aber das gibt es immerhin zumindest eingeschränkt. So, und für alle die, die jetzt sagen, da habe ich keinen Bock drauf, das will ich alles nicht. Ich will das auch nicht schneiden, ich möchte das auch nicht, ich will einfach nur den Geschmack haben. Habe ich jetzt was entdeckt, das kannte ich bisher auch noch nicht. Und das ist dieses nette Paket hier. Das ist sozusagen das Kombi-Paket, gleich alles in einem, auch eingefroren. Da sind schon die Bestandteile drin, die ihr für Tom Kha Gai braucht. Gibt es wohl inzwischen in vielen Asiamärkten auch. Wenn ihr reinschaut oder hinten drauf guckt, dann seht ihr auch tatsächlich, das finde ich schon sehr tricky, hier ist die Galgantwurzel drin, hier habt ihr schon die Chili, die Kaffee-Limettenblätter und auch hier das Zitronengras. Also das finde ich schon ganz clever. Wer sagt, ich will die turbo-schnelle Variante von der Tom Kha Gai machen, ich möchte aber nicht die Sachen frisch kaufen, trotzdem aber den Geschmack, den authentischen haben, dann ist das, glaube ich, meine Alternative. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich weiß nicht, wie gut oder schlecht das hier drin ist vom Geschmack her. Aber ich dachte mir, ich zeige es euch mal. Hat 1,40 Euro gekostet. Also dafür, dass man das alles nicht mehr frisch kaufen muss, nicht mal mehr schneiden muss, finde ich, ist das okay. Ja, so viel also zu dieser Seite hier, aus der wir gleich die Brühe herstellen werden. Kommen wir zur anderen Seite hier, die Einlage. Klar, wir haben hier Hühnchen. Schneiden wir gleich in mundgerechte kleine Streifen oder Stücke. Dann brauchen wir Pilze. Ich habe jetzt hier mal die, wie heißen die? Pio Pino. Das ist eine Pilzsorte, die den Hütchenpilzen, den kleinen, den die Thailänder normalerweise verwenden, oder auch Austernpilze, relativ nahe kommen. Ich finde das ganz spannend, ich probiere das heute mal. Wenn ihr die nicht bekommt, könnt ihr natürlich in diesem Fall auch tatsächlich Champignons nehmen. Ist jetzt ein bisschen deutsch, aber würde auch gehen. Die machen wir gleich nur ein bisschen sauber, die haben so ein bisschen Dreck am Stängel, aber ansonsten sind die auch einfach zu handhaben. Ja, dann sind wir auch schon fast durch. Wir brauchen den Saft von zwei Limetten. Auch da könnt ihr, wenn ihr sie nicht bekommt, Zitronen nehmen, aber Limette hat schon noch einen eigenen Geschmack. Und jetzt kommen zwei Bestandteile. Ja, die sind so, deswegen stehen sie auch hier außen, sozusagen Außenseiterbestandteile, denn
ganz, ganz viele Blogs, ganz viele Thailänder sagen, Tomaten und Zwiebeln gehören nicht in eine Tom Kha Gai. Entscheidet es selber, wenn es euch nicht gefällt, lasst ihr es raus. Also alles eine Geschmacksfrage. Ja, dann haben wir für Gewürze noch einmal einen Esslöffel braunen Zucker hier und die wie üblich von mir benutzte Fischsoße. Und dann sind wir auch endlich durch mit allen Zutaten und können loslegen. Auf geht's an den Topf jetzt. Ihr seht, ich habe im Topf jetzt schon mal die vorbereiteten Sachen für die Brühe. Ich habe also hier drin schon Zitronengras, dann habe ich die Kaffee-Limettenblätter drin, die Chili, Koriander und Galgant und auch schon hier die Chili-Flocken. Das Ganze werden wir jetzt aufkochen mit der Kokosnussmilch und der Hühnerbrühe. Damit sich die Kokosnussmilch und die Hühnerbrühe mit den Aromen jetzt der verschiedenen Gewürze hier verbinden können. Und nach einer halben Stunde schauen wir wieder. Und dann machen wir den nächsten Schritt. So, meine Kokosnusssuppe hier hat jetzt eine halbe Stunde geköchelt und riecht auch schon ganz wunderbar. Die ganze Küche riecht schon danach, wirklich total lecker. Und ihr seht hier, die ganzen Sachen sind auch, Farbe hat sich ein bisschen verändert, die Sachen sind auch jetzt alle weich gekocht hier, bis auf das Zitronengras, das könntet ihr immer noch nicht essen. Also, was mache ich jetzt? Ich fische jetzt die ganzen Sachen, die ich hier reingegeben habe, als Gewürze raus. Also, wir müssen nicht alles rausfischen, aber auf jeden Fall Zitronengras und Kaffee-Limettenblätter. So, und jetzt kommt als erstes bei mir das Hühnchen rein in die Suppe. Und das geht ja auch wirklich schnell, das haben wir schon klein geschnitten. Und ihr seht, die Suppe ist reichhaltig. Ich habe jetzt hier 500 Gramm Hühnchen in knapp 1,5 Liter. Das ist ja ein bisschen reduziert auch noch. Also es wird schon eine sehr reichhaltige Suppe. Die macht tatsächlich satt. Und bei mir, ich habe es euch am Anfang gesagt, kommen jetzt noch Zwiebeln dazu. Solltet ihr meinen, dass das original thailändische Rezept für Tom Kha Gai keine Zwiebeln verträgt oder ihr das nicht wollt, lasst ihr sie einfach weg. Ich finde, das passt prima. So, alles andere kommt erst später hinzu. Pilze und Tomaten und die anderen Gewürze gebe ich erst später dazu, damit die nicht völlig verfliegen und auch wirklich zum Schluss noch ihren Geschmack entfalten können. Und das Ganze hier köchel ich jetzt noch mal 10 Minuten durch, damit hier das Fleisch auch durch ist. Es ist auch fast jetzt schon durch in der heißen Suppe und auch die Zwiebeln durch werden. Und dann machen wir weiter. So. Zweiter Kochdurchgang hier auch zu Ende. Ich mache mal etwas weiter runter. So. Das riecht schon wirklich ganz, ganz super. Na, jetzt haben wir noch mal 10 Minuten hier das Fleisch und die Zwiebeln gekocht. Die sind auch weich, ne? Seht ihr? Und jetzt gebe ich meine restlichen Zutaten hinzu. Jetzt kommen die Pilze, die sowieso schon sehr weich sind. Die sollen jetzt nur Geschmack annehmen. Und die Tomaten. Und auch da, ich wiederhole mich, wenn ihr meint, das gehört nicht ins Original, Tomaten und Zwiebeln, lasst es weg. Jetzt kommt der Zitronensaft. Die Fischsoße. Und
der braune Zucker. So, ihr seht, mein Topf ist jetzt reichlich voll. Und jetzt lassen wir das Ganze ganz kurz vorsichtig noch mal ein bisschen aufköcheln. Und dann können wir eigentlich servieren und schauen, ob es geklappt hat. Ja, hat's geklappt. Ja, kann ich schon sagen, hat geklappt. Toller Geschmack. Und zwar auch mit Tomate und mit Zwiebel. Ich habe es eben schon probiert. Süß, nicht zu scharf, schmeckt super nach Kokosmilch, nach Geflügel auch. Die Zwiebeln passen gut da rein, weil sie noch so ein bisschen Textur bieten und man ein bisschen was im Mund hat. Die sind natürlich weich gekocht jetzt schon. Die Tomate hat eine leichte Säure, harmoniert ganz wundervoll mit der süßen Kokosmilch und mit der Limette. Die drei Chilis, die drin sind und sogar noch das zusätzliche Chili-Pulver hier, die geschroteten Chilis, machen das Ganze nicht zu scharf für meinen Geschmack, für unseren Geschmack. Wir essen gerne scharf. Also wer es nicht ganz so scharf möchte, es ist aber nicht wirklich sehr scharf, der lässt einfach eine Chili weg und kann hier hinterher jederzeit noch nachschärfen. Also, aus meiner Sicht, meine Tom Kha Gai, mein Rezept, sensationell. Hat geklappt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert gerne meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.